Ja, das sah doch ganz okay aus, würde ich sagen. Ich bin ab heute übrigens in Finnland und wer sich das anschauen möchte, was wir da machen, was da abgeht, der kann mir gerne auf Instagram folgen, Link findet ihr dort unten. Ich war zum zweiten Mal auf dem With Full Force Festival. Das ist nicht mehr in Reutjora, sondern auf Ferropolis. Wenn es einen Ort gibt, der für Metal Festivals wie gemacht ist, dann ist das Ferropolis, die Stadt aus Eisen. Auf einer Halbinsel in einem See, der in einem Tagebaulauch entstanden ist. Bekannt ist das With Full Force Festival, das dieses Jahr schon zum 25. Mal stattgefunden hat, vor allen Dingen für seine Acts aus dem Core-Bereich, von denen natürlich auch wieder eine ganze Menge vor Ort waren. Mit dabei natürlich Parkway Drive, Miss May I, Being as an Ocean, Caliban, Eskimo Callboy und so weiter und so fort. So gab es zum Beispiel Headliner wie Judas Priest und Apocalyptica. Für mich am allerwichtigsten ist die sogenannte Knüppelnacht, da kommt mitten in der Nacht all das, was im Death und Black Metal Rang und Namen hat. Was manchmal dann allerdings ein bisschen zu spät ist, so bis um 4 durchhalten. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nur den Freitag davon erlebt, weil ich am Donnerstag irgendwas mit meinem Freund Jack gemacht habe. Am Freitag kamen dann auch Cradle und Septic Flesh hintereinander und naja, ich glaube man sieht, dass mir das ganz gut gefallen hat. Großartig fand ich auch die Auftritte von Stick to Your Guns, Body Count, Shark Tank, Being as an Ocean und Die Artist Murder und naja. Parkway Drive ist natürlich auch immer der Hammer. Und natürlich habe ich die Situation auch genutzt, um erstens einen Fortiling-Stand mitzubringen und zweitens euch zu treffen. Als ich dann schlussendlich auf dem Campingplatz unterwegs war, dachte ich, ich könnte wieder ein paar wertvolle Unterhaltungen mit euch führen und herausfinden, was ihr über Festival und Bandauswahl denkt, aber irgendwie hat das Ganze nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Konsolidieren tut der Alex mit Alkohol. Genau. Was war jetzt die... Weißt du, du hast meinen blinden Winkel ausgenutzt und mal einfach reingekrätscht. Ja, ich arbeite gerade, hallo. Ich arbeite scheiße. Dann gab es noch, ich sag mal, einen Performance-Künstler. Ich sowas an. Also ich meine, warum... Findest du es nicht schön? Also warum macht man das, ne? Findest du es nicht schön? Prost. Warum? Warum? Also ich meine, man steht früh morgens auf und denkt sich so, heute ist ein Tag, an dem möchte ich gerne eins meiner Eier aus der Hose hängen lassen. Weil ich das sehr schön finde, wie manche Leute darauf reagieren. Ich liebe es, Leute anzuekeln. Und manche finden es witzig, weil da sind ja Augen drauf. Andere finden es eklig, weil es ist ein Sack. Kennst du, da gibt es so eine Seite von einem Typen, der fotografiert die ganze Zeit seinen Penis, aber mit Wackelaugen drauf. Kennst du das? Nee, leider nicht. Also ich habe schon ganz viele Frauen entdeckt, die das echt lustig finden. Vielleicht ist kann man so Frauen kennenlernen? Ja, ich glaube ja, fast schon. Ich sollte das also auch machen. Also, weißt du, also Frauen, wenn ihr wollt, meldet euch bei mir. Adresse 91448 Emskirchen, Altschauerberg 8. Nein! Und dann habe ich mich noch kurz wie ein Paket gefühlt. Auf unserem Weg über dem Campingground haben wir mal wieder was komplett anderes entdeckt. Das ist mein 90. Festival hier, ne? Mhm. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der Festival Bondage anbietet. Ja, war Zufall. Ich hatte meine Seile einfach noch in den Rucksack geschmissen. Ich meine, drei Bündel Seile fällt nicht ins Gewicht. Ich dachte mir, wenn mir irgendwie langweilig ist, wenn Mädel Bock drauf hat, warum nicht? Ja, kann du hast ja gedacht, wenn, oh, ich langweilig ist. Ja, ne? Da kommt eine hübsche Frau vorbei, die packe ich einfach ein und nehme die mit, ne? Ja, vielleicht, nee, das nicht unbedingt, aber es ist halt eben so spaßeshalber oder Typen oder jeder, der gerade Bock drauf hat. Und dann haben wir noch eine Fahne hier gebastelt, so einen Fahnenstoff mit. Und dann dachte ich mir so, ja, weil der Stoff über war, machst du noch einen Banner. Und dann ist das irgendwie auch immer größer geworden im Lauf des Festivals. Und dann noch ein bisschen was dazugekommen, noch was runtergeschrieben, immer mehr. Und jetzt verschnürst du quasi alle, die vorbeikommen. Alle, die Bock haben, ja. Ja, also Bondage fand ich ja eigentlich immer ganz cool, so wenn man das selber praktiziert. Aber selbst eingeschnürt worden bin ich noch nicht. Vor allem nicht auf einem Festival in einem so wehrlosen Stadium wie jetzt. Ich muss jetzt auch eigentlich, also ich habe ja eigentlich einen Termin, aber ich glaube, ich komme hier nicht mehr weg. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich keine Angst haben muss, dass meine Organe einfach aus meinem Körper rausfallen. Das ist großartig. Das fühlt sich echt gut an. Ich hätte mir ja auch ausziehen können dazu, aber mich hat einfach keiner gefragt, weißt du? Es ist so, schade, schade. Und womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Wenn ich dich mal so, wenn ich dich mal einfach so fragen darf. Puch, Entschuldigung. Mit was anderem, aber so langsam fängt es sich an, dass ich auch hier Angebote bekomme, wo auch was rumbeikommen könnte, so langsam. Ich habe Elektrotechnik studiert, habe das Wissen in den Sand gesetzt, so kurz vor Schluss, und fange jetzt Automatisierungstechnik an. Klar, nur Elektrotechnik hat man auch viel mit Kabeln zu tun und verstrickt sich da immer mal drin, ja. Und irgendwann wird dann aus dieser
Praxis wird eine Passion. Also wenn ich so unter meinem Schreibtisch sitze und an meinem Computer rumspiele und irgendwelche eine Maus einstecken muss, dann sehe ich danach auch so aus. Ne? Also da kann man sich dann auch schön so mit solchen Karabinern seine ganzen Sachen dranhängen. Also auf dem Festival ist das eigentlich ganz praktisch. Richtig. Hast du eigentlich Probleme, Frauen kennenzulernen? Eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist also was müsstest du jetzt noch machen, um mich sexuell zu erregen mit diesem mit dieser Verschnürung? Bei Frauen ist das einfacher als bei Typen. Bei Typen ist das sehr unangenehm. Bei Frauen kann man beispielsweise, wenn man Body macht, zwischen den Beinen durchgehen. Das übt dann Druck auf die Vulva aus. Das funktioniert gut. Ja, und wie würdest du jetzt bei mir vorgehen, wenn wir das... Ich könnte das ja theoretisch auch bei dir machen. Ist dann die Frage, ob du das geil findest, wenn Druck auf deinen Charme ausgeübt wird. Also vielleicht, vielleicht nicht. Das weiß man bei Typen vorher nicht. Das wissen die Typen, glaube ich, vorher auch ja, nicht. Auch nicht. Nee. Ja. Und sonst könnte man vielleicht irgendwie noch einen Plug einbinden, den man dann noch festschnürt damit. Nein, aber danke für das Angebot. Ja, ich bin perfekt ausgerüstet, um einen erotischen Abend zu haben. Vielen Dank, Dome. Und dir weiterhin viel Erfolg beim Verpacken von Festivalbesuchern. Also selber verschnüren, das ist ja ganz cool. Aber verschnürt werden, ich weiß nicht. Es macht mich jetzt nicht so an. Vielleicht lag das aber auch daran, dass es ein Kerl war, der das gemacht hat. Ein Hübscher zugegeben, aber trotzdem ein Kerl. Warum ist jetzt ausgerechnet das With Full Force Festival 2018 dein Festival der Wahl gewesen? Oder wurde dir das einfach aufgezwungen, weil die Leute dir einfach gesagt haben, hier so, da hast du jetzt ein Ticket, ob du das geil findest oder nicht, fahr hin oder stirb. Ja, so war's. Fahr hin oder stirb. Richtig. Du hast echt tolle Freunde. Du bist ja auch zum ersten Mal auf einem Festival. Für welche Bands bist du hier oder wie bist du überhaupt hierher gekommen? Also, er hat mich gefragt. Wie bin ich hierher gekommen? Durch dich? Weil du hier so ein... Ja, du machst ja immer Interviews hier. Also. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, das ist genau. Okay, und du hast das Video vom letzten Jahr gesehen? Und genau, und ich wollte halt unbedingt mal auf dem Festival, weil ich mir das halt mal angucken wollte, wie das ist. Bin halt relativ frisch in der Metal-Szene, dachte mir so, Full Force klingt eigentlich ganz gut. Habe ich sie einfach spontan gefragt, ob sie Bock hat. Sie hat gesagt, ja. Haben wir uns zusammen verabredet, hergekommen. Oh. Und jetzt seid noch ein paar? Nee. Ich bin vergeben. Du wolltest ein bisschen meckern, habe ich gehört. Ja, was heißt ein bisschen meckern? Du schwitzt ganz schön am Hintern. Ich war duschen, mein Freund. Ach so, oh Gott sei Dank. Erzähl mir doch mal was. Naja, das teilweise sieht man nicht, wo beginnt der Parkplatz und wo kann man Zelte bauen. Ich weiß ja, dass man das Auto einfach vor das Zelt stellen kann. Aber teilweise haben Leute 4-5 Zelte mitgebracht. Du kommst mit Auto gar nicht mehr irgendwo hin, weil alles zugestellt ist oder du überhaupt nicht weißt, wo noch was ist. Wir sind froh, dass wir diesen Platz hier gekriegt haben. Der ist auch noch einwandfrei zentral. Das stimmt. Und hier ist ein Anlaufpunkt. Mach abends eine Lampe an und die Leute kommen wie Motten. Das ist Hammer. Bringen die da noch was mit? Meistens ja. Geil. Ich habe ja noch nicht einen Cent ausgegeben. Boah. Wenn man hier rausgeht, ist man ja dann auch quasi gleich am Shuttle, ne? Ja, 5 Minuten oder so laufen wir. Also ist eigentlich relativ human noch. Wie gesagt, ich habe mit dem Laufen kein Problem. Ich könnte auch den ganzen Weg laufen, aber naja, wir haben hier so ein paar... Ich finde es besser. Du findest es besser in Ferro? Obwohl es Verwinkler ist, aber ich finde es besser, weil selbst oben die Bühnen sind alle... Da hat man mehr Zusammenhalt. Wenn man von der Ferox-Stage zum Tent rüber will, ist vorne dieser kleine Gang... Da kann man gesmoothed lang gehen und muss sich oben nicht über die Tribüne kämpfen, weil ja manche einfach mal auf der Treppe sitzen, obwohl da schon Ordner stehen. Aber ich fall hier gleich um, Junge. Nein, fällst du nicht. Ich halte dich. Oh. Ich halte dich. Oh. Hast du noch so einen Motivationssatz für alle Leute, die noch nicht auf dem Full Force waren? Go. Gebt's euch, lebt es und habt Spaß. Es ist das Beste, was es gibt. Hast du Jesus-Latschen an? Nein. Ah, rote Sportschuhe, das ist das. Solche Leute mag ich. Warst du schon mal auf dem Force? Nein, noch nicht. Aber gefällt mir sehr gut. Vor allem Ferropolis ist super nice. Warum seid ihr überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Also das vierte Jahr und jetzt auf dem Baggerinsel-Ding. Das vierte und Jahr. Baggern ist mal das, was ich am liebsten tue. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind auf dem Full Force Festival. Und zwar deswegen, weil Baggern geil ist. Baggern ist geil. Jo. Ja, das ist, es war auf jeden Fall die Hauptsache baggern. Das ist die kreativste Antwort, die ich jemals auf diese Frage bekommen habe. Ich glaube, wir können an dieser Stelle das Video einfach beenden. Was war das beste Konzert für dich so?
Das beste Konzert momentan. Hier auf dieser Veranstaltung. Hier auf der Veranstaltung. Hat Madball schon gespielt? Die spielen hier. Ich schätze. Ja. Ich glaube schon. Ich wollte die sehen. Was war das beste Konzert bisher? Madball? Nee, auf Nasty freue ich mich noch übelst. Und auf. Die spielen doch gar nicht dieses Jahr. Die haben letztes Jahr gespielt. Ach Mann. Sind wie lange? Sag mal, wie lange bist du denn schon hier? Lennart, seit wann? Drei. Aber dieses Festival existiert erst seit einem Jahr hier. Stimmt. Nee, letztes Jahr war doch auch hier, ja, oder? Ja, eben, seit einem Jahr. Ah ja. Deine Zeichenrechnung möchte ich haben, ey. Ich glaube, die ist richtig. Und deswegen, okay. Kinder, Finger weg vom Alkohol. Datteln! Yo! Datteln! Nee, du, ich wollte gerade sagen. Du, stimmt, der Pegel muss runter. Du warst... Lennart, der Pegel muss runter. Der Pegel. Er hat sich meinen Namen gemerkt, oh mein Gott. Jubiläumsgast waren übrigens die Beatsteaks. Mit denen kann ich nun gar nichts anfangen, aber für Felix war das das absolut Beste. Der war da Feuer und Flamme und den habe ich dann eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hatte ja jahrelang keinen Bock aufs Force, aber seitdem es in Ferropolis ist, hat man etwas ganz Besonderes. Das ist wie ein großes Spektakel, ein Theater in dramatischer Kulisse. Und ich fand das Publikum tatsächlich echt angenehm. Es ist auch verhältnismäßig jung. Also nicht immer die gleichen nörgelnden Großväter mit ihren Luxusproblemen, die man auf genug anderen Veranstaltungen hat. Das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Vielleicht liegt es daran, dass das Force mein 19. Lustiger Versprecher, mein 90. Festival war. Aber ich würde mein Geld viel lieber da reinstecken, als in ein Festival, das außer Acker und Bühne nichts zu bieten hat. Ganz ehrlich, das Feeling ist nochmal ein ganz anderes, wenn drumherum, dass alles irgendwie auch noch geiler ist. Überlegt euch das fürs nächste Jahr, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Platz für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, teilt es euren Freunden, das war nämlich ein richtiger Arsch voll Arbeit. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an meinen unbeschreiblichen Kameramann Zwarg, den ihr als aufgeblendet unbedingt auf Instagram abonnieren solltet. Er ist mittlerweile fast immer am Start und ohne ihn würden meine Videos nicht so aussehen. Also die würden dann so aussehen wie das vom Rock am Ring zum Beispiel. Ja, und um den Vergleich zu haben, solltet ihr euch dieses Video sofort noch ansehen. Und los! In einer solchen Festival-Reportage stecken echt viele, viele, viele Arbeitsstunden, Arbeitstage und ich hoffe, das sieht man auch. Ich muss mal sehen, ob ich dann direkt aus Finnland livestreamen kann. Wenn das funktioniert, kommt dann hier auf dem Channel sicherlich auch noch ein Livestream. Ansonsten findet ihr alles, was da so passiert, auf meinem Instagram-Account. Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.